Obwohl wir ihn schon einmal hatten. Ich bilde mir ein, er ist nur einmal im Spiel, aber... Vor allen Dingen das hier wird jetzt... Bitte! Sei vergiftbar! Bitte sag, man kann dich vergiften! Man kann ihn wahrscheinlich nicht vergiften. Aber es ist auch egal, weil... Gott, hier unten ohne vernünftige Waffe wird die Hölle. Eine Hölle auf Erden wird das hier unten. Also ich habe das hier wirklich enorm unterschätzt. Hey 7DX, wie geht's dir? Schön, dass du zu uns gefunden hast zum Stream. Moment, wo ging's hier nochmal hoch? Hä? Oh, ich glaube, ich weiß wieder, wo das hier ist. So in etwa zumindest. Oh ja, hier ist der Alternativeingang. Oh nee. Oh. Wir haben übrigens mal wieder den Wächterschwanz. 7. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie glücklich ich darüber bin. Ich hasse dich so sehr, du Scheißwaffe. Oh, ich dachte gerade. Hier ist so zum Beispiel auch der... Den Wächterschweif kann man ultra leicht für den Gegner halten. Klauen. So. Ja, wir werden garantiert wieder sterben. Weil wir jetzt hier nicht wegkommen, weil wir kein Damage machen mit dem Scheißteil. Geht gut, ich mache mir gerade mal eine Diät-Remaster-Pause, um hier zu sehen. Oh, spielst du die Dark Souls Remaster mit einem speziellen Bild oder irgendwas? Oder spielst du einfach so just for the lols? Falls man das heute überhaupt noch sagt. Ich bin da bei diesen Sprichwörtern generell immer so ein bisschen gefühlt 300 Jahre hinten. Ich hoffe, dir tut die Abwechslung gut. Moment, warum gehe ich hier lang? Gibt überhaupt gar keinen Sinn. Die Hoplites hier droppen, soweit ich weiß, nichts Geskriptetes. Also, ja. Moment, eine Frage. Was für ein Teil haben wir übrigens? Was für ein Schlüssel oder so haben wir vorhin bekommen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ah ja, den Schlüssel zu den Tiefen haben wir. Also wir können demnächst auch den Klaffdrachen und so besuchen. Ha! Okay, bin nicht tot. Heil dich! Ha! Ba! Oh, es wird mich töten, oder? Oh, es geht sich genau aus. Irgendwo hier war ein Item. Bitte lass mich zu dem Item. Bitte lass mich zu dem Item. Und bitte lass den Kollegen von hinten gar nicht. Lass mich zu dem Item. Lass mich zu dem Item. Okay. Es hätte ja auch nämlich was Wichtiges sein können. Aber es war nur menschlich. Alles auf Stärke und den Drachenzahn. Oh, Havel-Cosplay also so ein bisschen. Ich habe die gemalte Welt auch noch nicht gemacht. Irgendwie hasse ich Schneewelten in den Souls-Spielen. Ja. Also gerade die gemalte Welt finde ich eigentlich einigermaßen noch geil. In Dark Souls 2 das Fuck-Level. Vor allem, also nicht das gar. Also. Das grundsätzlich das Schnee-DLC ist meiner Ansicht nach das schlechteste DLC von Dark Souls 2. Aber jetzt auch nicht so ultra für den Arsch. Ernsthaft. Aber vor allen Dingen. Geh doch einfach sterben. Aber vor allen Dingen. Oh ja. Oh ja. Oh, Schlüssel für den Anbau. Was? Der Schlüssel für den Anbau ist direkt hier? Das ist ja mal der geilste Shit, den ich je gesehen habe. Okay. Also das war das most convenient placement ever. Für irgendein Item in einem Randomizer Run. In egal welchem. The
bin ich mir 100%ig sicher, darauf schwöre ich. Ja, apropos nochmal zu den Schnee. Hier sind noch zwei Items, ich weiß es, zumindest eins. Aber da gehen wir jetzt den anderen Weg, nicht den aktuellen Weg. Aber ja, wie gesagt, in Dark Souls 2 das Schneegebiet. Nee. Also der eine Teil von dem Schneegebiet, dieses frostige Umland oder wie das heißt, was im Englischen so schön Horsefuck Valley genannt wird, liebevoll von Souls-Spielern. Das ist wirklich der allerletzte Scheiß, den es jemals gab. Aber in Dark Souls 3 das DLC, also in Dark Souls 3 finde ich beide DLCs ziemlich gelungen. Auch das eine DLC, wo die meisten sagen, nee, das Schnee-DLC, also Ring City, glaube ich, mag so ziemlich jeder, ich inklusive. Aber das Schnee-DLC von Dark Souls 2, 3 wird irgendwie immer so ein bisschen, nee, bekrittelt. Kann ich persönlich nicht so hundertprozentig nachvollziehen, weil der Bosskampf am Ende ist halt richtig hardcore. Der Hauptbosskampf, der Nebenbosskampf ist so meh. Meh, nicht ganz kacke, aber auch nicht cool. Auf der anderen Seite, mir fällt gerade auf, Priscilla lässt sich nicht vergiften. Aber wir haben immer noch den. Sobald wir eine gute Waffe finden, muss ich Priscilla sofort machen. Weil nicht, dass die dann irgendwie. Eine Sache. Ich muss schauen, dass ich das Teil hier. Jawohl. Lederrüstung und Heimkehrknochen war das gerade, glaube ich. Nein, nicht schon wieder Armbrust! Den Drachen kann man. Wobei! Armbrust! Ist dafür, glaube ich, gerade gar nicht so schlecht. Ich dachte nie, dass ich das jemals sagen würde. Es ist sogar die normale Armbrust. Wie viel Damage macht die unabgegradet? 12 und das war, glaube ich, ein Headshot. Ja, ja. Okay, ich gehe mal kurz sterben, weil. Nice, der Drop hat Bini und ein Drachen. Ja, also gute Waffe finden. Wir hatten schon die leichte Armbrust, da war es wieder noch nicht da, 7. Vorhin hier irgendwo gefunden, als wir reingegangen sind. Aber ja, und die Rüstungsschmiedekiste haben wir auch gefunden. Apropos, wir brauchen Seelen. Ich habe sogar direkt welche hier auf meiner Hauptbar, was sehr von Vorteil ist. Ja, wir brauchen, glaube ich, nicht so viele. Aber ja, zurück zu dem Schneegebiet. Wie gesagt, in Dark Souls 3, also außer Dark Souls 2 das Schneegebiet, finde ich die anderen Schneegebiete in den Souls-Teilen gut. In Bloodborne, das Schloss Kanehurst, und damit bin ich hundertprozentig in der Minderheit, fand ich nie so ultra geil. Ich finde viele andere Level in Bloodborne geil, aber gerade Schloss Kanehurst war für mich immer so, ich habe zwar, glaube ich, auf jedem Durchspielen gemacht, also ich glaube, ich habe Bloodborne insgesamt fünf oder sechs Mal komplett durchgespielt und ich glaube, ich habe es jedes Mal inkludiert, aber es war immer so die Sache, ja, also es gibt Level, die schlechter sind in Bloodborne, aber es gibt auch Level, die deutlich besser sind. Also Schneegebiete sind in Dark Souls 2 und 3 meh bis scheiße, also meh in Dark Souls 3 und scheiße in Dark Souls 2. Und in Dark Souls 1 und in Bloodborne sind die okay, absolut okay. So, jetzt ist eine Frage von mir, ob wir den auch irgendwo anvisieren können. Ja, das ist genau die Distanz, wo er dann nicht geht. Okay, das ist machbar. Mit unseren über... Was? Jetzt hoffe ich nur, dass er mich hier trifft mit seinem komischen Schlabber. Aber es schaut gut aus. Also, worüber wollen wir reden, während wir hier den Drachen grinden? Ja,
Kann ich das vielleicht in zwei beide Hände nehmen? Geht's dann schneller? Mehr Damage? Aber es schaut cooler aus. Also lassen wir es. Ja, wie gesagt, das war es zu den Schneeleveln. In Demon's Souls gab es kein Schneelevel und es gab auch nichts, was auch nur ähnlich von Schnee ist. Fällt mir ein, ich habe irgendeines vergessen in Dark Souls 1, die gemalte Welt, in Dark Souls 2, das DLC, in Dark Souls 3, auch das DLC und in Bloodborne das optionale Level. Also grundsätzlich sind Schneelevel, das fällt mir aber gerade auf, die. Also wichtig, ganz auch sein. Also sie sind immer entweder optional und einigermaßen gut versteckt, oder sie sind grundsätzlich DLCs und damit komplett optional. Es gibt kein einziges Dark Souls Level oder Bloodborne Level, wo man hin muss, wo Schnee liegt. Also ich glaube, wir kommen langsam drauf, dass Miyazaki nicht nur Herrsche in jeglicher Hinsicht enorm anziehend und fetischistisch findet, das habe ich jetzt nicht rausgekriegt, das versteht sicher, sondern Schneelevel sind auch noch irgendwie nicht so gern von ihm gemocht. Kann es sein, dass es in Japan nicht schneit häufig und deswegen das hier nicht? Doch, Anor Londo in Dark Souls 3. Anor Londo ist. Ach ja, Irithyll. Irithyll und Anor Londo. Genau, das sind Schneelevel, wo man durch muss in Dark Souls 3. Ja, stimmt. Stimmt auch wieder. Wobei, in Dark Souls 2 weiß ich, konnte man weiter mit 1 Million Seelen und musste nicht alle der Schneebosse. Hauptbosse und Anführungszeichen Hauptbosse musste man nicht machen, wenn man 1 Million Seelen irgendwie bekommt. Ich weiß nicht, ob es in Dark Souls auch so ist, dass man irgendwie sich den Kampf gegen Aldrich und Anor zu ersparen kann, wenn man irgendwas anders macht. Also außer Cheaten, was wir jetzt hier. Also ich glaube, ein Item Randomizer in Dark Souls 3 wäre wahrscheinlich auch ohne Aldrichs Kampf möglich, aber das meine ich nicht. Aber das stimmt schon. Guter Einwand. Guter Einwand. Kann sich übrigens nur noch Stunden handeln. Um viele, viele Stunden. Nee, Alter, ich muss man immer killen. Ich dachte es mir, weil man muss ja am Ende die 4 Seelen von. Also 5 Seelen, die eine von dem Typen, der. Diese komische. Luke Ludlev, glaube ich, heißt der. Ich merke mir nur. Ich glaube, er heißt Ludlev. Eselsbrücke in meinem Kopf dazu ist, ich, weil ich Jurassic Park und die Nachfolger liebe, auch Jurassic Park 3. Ludlow ist der eine Typ in Jurassic Park 2 und deswegen merke ich mir Ludlow relativ einfach, obwohl der Name kacke ist. Oh, das war's schon. Nice. Auf jeden Fall. Ah, schaut so geil aus. Und, wobei, ich blocke hin und wieder. Ja, genau. Ludlow, Aldrich, Jorm, die Wächter des Abgrunds und die Prinzen, die muss man alle töten. So grundsätzlich kommt mir vor übrigens, hat Dark Souls 3 die kürzeste Hauptstory. Weil man muss die 4 Typen töten und dann den Endboss machen. Mehr ist es nicht. Gefühlt ist Dark Souls 3 außer Demon's Souls. Oh. Ich kann nicht Plunge attacken. Ich mach das mal so. Halt. Aber hier ist kein Item. Ich dachte, hier wäre ein Item. Okay, sorry, dass ich gecheatet habe. Ich dachte, da wäre ein Item. Was aber wahrscheinlich nicht der Fall ist, weil das ist. Hey! 7, du spielst ja gerade das Remaster. Geht das, was ich gerade gemacht habe, immer noch? Oder war das ein Bug, der jetzt gefixt wurde? Der Drache ist übrigens gerade mega laut. Oh. Oh, habe ich den Ingame-Sound so laut gemacht?
Ausnahmsweise, ich mache den Ingame-Sound mal ein klein wenig leiser und mich mal ein klein wenig lauter. Vielleicht ist es hier. Ich hoffe, jetzt ist es besser. Hoffentlich. Also, kannst du mal vergleichen. Ich glaube, jetzt sollte es ein bisschen besser sein. Was meinst du, geht immer noch? Habe ich gesagt, geht immer noch? Ah ja, genau. Was im Remaster immer noch geht, ist, wenn man da oben eine Sprungattacke ausführt, dass der Drachenarsch aufsteht. Oder ob das ein Bug war, der durch das Remaster behoben wurde. Wir sind übrigens gerade richtig am Arsch, wenn im Anhang keine vernünftige Waffe ist. Dann sind wir so richtig gefickt. Aber wir haben immer noch den Anhang. Ja. Okay. Oh, das hier wird übrigens ein Spaß ohne vernünftige Waffe, die ganzen Krähen. Wobei, wir können auch häufiger herkommen und halt immer sterben. Da sagt ja prinzipiell auch keiner was gegen. Hopp. Und? Hier! Nein! Komm! Eiche! Maske der Mutter! Okay, Maske der Mutter ist jetzt nicht das... Moment, geht's hier noch irgendwo weiter? Nö. Oh. Hallo! Ich bin eigentlich nicht zur Party eingeladen, ich weiß. Ich verpiss mich auch direkt wieder. Maske der Mutter macht, glaube ich, LP. Erhöht die Anfall. Ne, die Ausdauer ist ein bisschen besser. Bisschen wichtiger. Weiß ich nicht, war da noch nicht. Ah ja, du hast ja gesagt, sorry, da war... Das ist meine grundsätzliche Unaufmerksamkeit, die zutage... Tritt. Grundsätzliche Unaufmerksamkeit an zwei Fronten. Aber ich schätze, dass es genauso ist. Die haben ja kaum was geändert. Ja, außer... Eine Sache, die nicht mehr geht, weiß ich allerdings. Folgendes. The fuck. Das hier geht nicht mehr. Man kann nicht mehr diesen Item-Dupe-Glitch machen. Ich danke Gott, dass die das in Demon's Souls nie gemacht haben, das zu fixen, weil ich liebe es, in Demon's Souls überlevelt das ganze Spiel durchzuspielen. Nur als Info. Ja, aber um nochmal kurz zu vorhin zurückzukommen. Außer Demon's Souls ist Dark Souls 3, glaube ich, das... reden wir mal kurz über die Spieldauer, weil das würde mich gerade mal interessieren. Von den Souls-Spielen. Also wirklich die Spieldauer Hauptspiel. Im Sinne von... Also man macht nicht alle... Nebenareas, sondern macht halt das, was die Hauptquest einem sagt, in vernünftigem Maße. Und dann verpisst man sich halt wieder und wir sind richtig im Arsch, weil wir keine vernünftige Waffe haben. Wobei, wir können immer noch den einen Typen invaden lassen, aber den zu töten wird richtig kacke. Aber Schandstadt in 60 FPS war echt toll. Habe zum ersten Mal das komplette Gebiet geklärt. Wirklich zum ersten Mal? Okay. Ja. Ich hasse diese Waffe einfach so sehr. Okay, tötet mich. Ist mir scheißegal. Haben wir doch hier irgendwo einen Ort, wo wir eine gute Waffe bekommen können? Rein theoretisch könnte der fette Typ am Ende der Brücke eine droppen. Nee. Wir kommen immer noch raus. Wir kommen immer noch aus dem Gebiet raus, ohne Priscilla zu töten. Wir kommen immer noch...
Raus hier. Wir müssen Priscilla nicht töten, weil wir sie noch nicht angegriffen haben. Ich dachte gerade, wir müssen Priscilla jetzt töten, um hier wieder wegzukommen. Meine eigens auferlegte Regel ist allerdings, dass ich nichts töten darf, außer mit dem Crossbow jetzt. Wobei rein theoretisch, wobei, nee, auch diese komische Dornenrüstung würde nichts besser machen. Aber wir können ja mal kurz schauen. Au. So. Übrigens, für all diejenigen, die Nioh abfeiern, morgen wird es einen richtig guten Shit darüber geben. Morgen gibt es nämlich Part 100. Au. Und Part 100 wird etwas ganz Besonderes. Nur so als schon mal Info, so als kleiner Teaser. Ja. Oh, bitte. Nein, leichte Armbrust. Aber egal. Wir nehmen schon die, die aufgelevelt ist, weil fuck that shit. Die leichte Armbrust macht, soweit ich weiß, übrigens noch weniger Damage. Aber sie schießt ein bisschen schneller. Oh, fuck me. Okay, bitte sag, die haben begrenzten Aggro-Range. Oh, nee. Okay. Oh, ja, genau. Okay, also das ist ein bisschen arschig. Aber gut, wir kommen aus der Welt raus. Wir kommen wieder, wenn wir eine einigermaßen vernünftige Waffe haben. Derweil geht's in Sieves Archive. Ich weiß, wir könnten auch in die Kanalisation gehen. Aber dort würde ich sagen, gehen wir irgendwann hin, wenn nicht heute ist. Nächste Woche vielleicht oder die Woche darauf. Wobei die Woche darauf, dazu gibt es dann aber eh noch eine Ankündigung, weil der Stream am 15. Juni wird ausfallen, beziehungsweise wird nicht stattfinden. Das weiß ich jetzt schon, weil ich dann nicht in hier bin. Nicht in hier ist auch eine sehr, sehr gute Umschreibung von Stuff. Ich meine damit, dass ich... Oh, danke. Dass ich nicht in Österreich überhaupt bin, also geschweige denn hier, um aufzunehmen bzw. live zu streamen. Hat mit meiner Ausbildung zu tun. Okay. Du bist nicht aggro. Ja. Ich gehe einfach. Oh, scheiße. Ja, wir müssen auch den Invader töten, weil hier gibt es dadurch Items. Ja. Aber gut, dass wir jetzt hier weg sind. Oh, fuck me. Was? So. Was? Nein! Das habe ich übersehen. Oh, doch! Okay. Alright, damit bin ich zufrieden. Oh, Moment. Moment, wir haben noch immer drei Mimics hier. Wobei eine ist keine Mimic. Die Typen müssen wir nicht töten. Oh. Moment. Okay, Moment. Nee, so machen wir das nicht. Wir machen nicht gleichzeitig die und die Typen weglocken, um deine Kiste aufzumachen. Nope. So, kommt mal bitte beide her. So, ja, so hier in die Hälfte des Raumes. Oh. Wir müssen ein bisschen geschwind. Geschwind wie das himmlische Kind, oder wie heißt es? Du bist nicht... Doch, du bist die Mimik. Scheiße. Komm, aufmachen. Elite-Rittergamaschen. Okay, jetzt muss ich Lloyds Talismänner ausrüsten.
Wobei ich weiß nicht, ob wir davon noch welche haben. Ganz offensichtlich nicht. Aber gut, wir haben immer noch... Moment, was haben wir gerade bekommen? Ich glaube, Elite-Rittergamaschen oder sowas. Scheiße, ich sollte mir... Ich habe einfach nur gespammt den Knopf. Haben wir eine Waffe gefunden? Weiß das zufällig noch jemand? Falls wir eine Waffe gefunden haben, bitte lass es mich wissen. Weil ich will nicht mehr mit der scheiß Armbrust. Übrigens, wenn wir jetzt irgendwie einen Bogen oder so als nächste Waffe haben, dann... Ganz ehrlich, dann fuck that game. Fuck this game. Oder fuck this mod, besser gesagt. So. Bitte eine vernünftige Waffe. Bitte. Nein! Ja. Okay. Die scheiß Schweine mit dem Bogen zu töten. Mit der Armbrust. Es waren nur die Gamaschen, keine neue Waffe. Alright. Übrigens, hey Jungkrabbe, ich glaube, du warst ja noch nicht aktiv, deswegen, hey. Ich sehe leider in meinem Programm nicht, wie lange Leute schon dabei sind. Also ob du gerade gekommen bist oder einfach noch nichts geschrieben hast, sehe ich nicht. Ich sehe nur, wann jemand als erstes geschrieben hat. Der taucht dann nämlich deiner Liste auf von Namen. Aber danke für die Info. Oh, die Typen mit dem ist nicht gut. Gar nicht gut. Es ist die Frage, wir könnten versuchen, an denen vorbeizulaufen, was garantiert böse enden wird. Okay, schauen wir mal. Wie viel Damage macht... Oh. Okay, ich habe nichts gesagt, wie wir laufen. Beziehungsweise, wir könnten sie rein theoretisch töten, weil wir genug Bolzen haben. Durch den kleinen Trick, den es hier hinten gibt. Weil, wer das noch nicht gewusst hat, du kannst hier stehen und mit beliebiger Waffe einfach was hier machen. Also rein theoretisch könnten wir die jetzt hier töten. Es wird nur wieder ewig dauern. Sollen wir das machen? Ja, hey, Jungkrabbe. Kannst ruhig Hi am Anfang, beziehungsweise Hi schreiben. Wenn du halt auch immer dich danach fühlst. Dann weiß ich auch, dass du da bist. Einfach nur als Info für mich. Weil ich gern solche Sachen weiß. Ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht hätte ich nicht beruflich machen sollen, was ich mache. Sondern zur NSA gehen. In meinem Ab. Was? Habe ich gerade... Warum verfehle ich? So, hier. Was? Warum machen wir auf einmal nochmal 8 Damage? Okay, wir machen 9 Damage. Das wird eine Zeit lang dauern. Wie gesagt, wir können derweil reden über die Spiele von Souls-Länge. Moment, nein. Über die Länge von Souls-Spielen. So rum. Sorry, übrigens, da hat mich was in der Nase gekitzelt. Und das ist ein ungutes Gefühl, as fuck. Ja, wie gesagt, so von der Reihenfolge von den Spielen her, würde ich sagen, also Hauptstory. Problem ist, ich wollte gerade sagen, Demon's Souls ist am kürzesten. Und es ist definitiv das kürzeste Souls-Spiel. Aber die Hauptstory von Demon's Souls ist eigentlich ganz schön langwierig. Weil du musst halt das ganze Spiel machen, um den Endboss zu besiegen. Also von dem her würde ich wahrscheinlich sagen, Dark Souls 3, Dark Souls 1 dann sogar. Wobei, das ist echt schwierig. Nur die Hauptstory. So von alles in Summe, da kriege ich vielleicht eher was eine Liste hin. Aber so, habt ihr da eine Idee, wer
zumindest erster oder letzter sein könnte von nur der Hauptstory-Länge. Ich meine, ich könnte rein theoretisch in meine Let's... Wobei, ich kann nicht mal in meine Let's Plays für die Parts nachschauen. Ganz einfach. Weil ich da immer Nebensachen halt auch gemacht habe. Alle Gebiete mir angeschaut habe, die ich gefunden habe. Und so weiter. Oh, Counter Damage, geil. Und werde ich ab sofort machen. Ja, mach das, Jungkörbe. Ich habe gerne ein wachsames Auge auf jeden und alles. So, und du stirbst jetzt bitte mal kurz. Scheiß Schwein, was? Weh, du heilst dich jetzt oder sowas, danke. Gut. Oh. Hey. Nein, 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 nein. Okay. Nee, nee. Halt! Nein! So habe ich's gerne. Du kannst mich hier nicht treffen. Hahaha. Ich mache jetzt hier übrigens. Ich mache jetzt den hier. Das mache ich die ganze Zeit unterm Tisch. Nicht, dass ihr glaubt, ich mache andere Sachen hier unterm Tisch, während ich streame. Ja, wie gesagt, Länge von Souls-Spielen, ich würde sagen, Hauptmissionslänge von Souls-Spielen, würde ich sagen. Was muss man denn in Bloodborne so wirklich für die Haupt... Bloodborne ist, glaube ich, auch sowas, wo du für die Hauptquest, glaube ich, nur insgesamt 8 oder 9 Bosse töten musst. Du kannst rein theoretisch Vater Gascon, oder wie auch immer der heißt, dann Vikarin Amelia, dann schon die Schatten von Yharnam, weil du musst die Hexe, soweit ich weiß, gar nicht töten, außer du willst wohnen. Also du musst 3 Bosse bis zu den Schatten von Yharnam, dann Rom, die Spinne, dann dieses komische verunstaltete Wesen, Mikolasch, die Amme und dann schon German. Und den musst du nicht töten, weil es ein Alternativende gibt. Also du musst, glaube ich, nur 6 oder 7 Bosse in Bloodborne töten. Wenn du wirklich nur das haben willst, was wirklich notwendig ist. Und zwar die Endsequenz sehen. Das ist eigentlich voll heftig, dass Bloodborne so ziemlich das kürzeste Hauptmissionsspiel von Hauptmissionen ist. Insofern könnte es aber wirklich sein, dass Demon's Souls das längste Spiel ist, weil du musst halt 15 Bosse töten. Ist auch nicht viel, aber in Dark Souls 2 ist es, glaube ich, auch nicht viel mehr. In Dark Souls 1 sogar, glaube ich, noch weniger als sogar in Bloodborne. Weil in Dark Souls 1 musst du die Gargoyles, Quelaag, den Eisengolem, Smurfund Ornstein und dann halt jede der, wobei gerade für Iserlith und für Nito musst du 2, 3, 4 Bosse töten immer. Ja, Dark Souls 1 wird in der Mitte sein. Bloodborne wird das kürzeste sein. Demon's Souls oder Dark Souls 2 das längste. Und Dark Souls 3 wird auch relativ kurz sein. Es ist echt sehr komisch, sich das Ganze mal so durchgehen zu lassen durch den Kopf. Ja, du kannst versuchen, was du willst. Wenn du nicht einfach weggehst, was ich hoffe, dass du nicht tun wirst, ja, dann werden wir dich hier töten jetzt. Und zwar in 3, 2, 1. Moment. 1. Ich finde es übrigens richtig cool, dass wir jetzt inzwischen nur mehr 50 Bolzen haben, obwohl wir mit 300 in die Welt von Ariamis gingen. Gefällt mir eigentlich gar nicht, aber gut. Und hier, die Maus stört mich gerade. Hier, die hier. Und man sieht die Maus nicht. Egal, ich verstecke sie trotzdem unter meiner Facecam, weil ich einfach weiß, dass sie da ist. Aber könnt mir gerne eure persönliche Liste, falls ihr da irgendwo, oder Top 1, beziehungsweise Top Spot, also kürzestes oder längstes Hauptmissionsspiel, Vorschlag schreiben. Und ja, den Kristalldude werden wir jetzt garantiert nicht machen, weil die bin ich wahnsinnig. Ficken.
Heil dich! Und... Jawohl! Okay. Wir haben jetzt hier, glaube ich, 5 oder 6 Items vor Seath. Und wenn irgendeins nur eine Waffe ist, wäre ich schon sehr glücklich. Nein. Aber Kristallglut passt zumindest. Oh. Ja gut, du bist... Hier so, hier ist eine Kiste. Oder ist sie auf der anderen Seite? Ne, die ist hier. Alles klar. Ah, nein. Jetzt kommen keine Waffen. Es kommen immer dann keine Waffen, wenn ich gerade einigermaßen geschissene Waffen habe. Wenn ich jetzt irgendwie... Wenn ich jetzt beispielsweise irgendein cooles Schwert, irgendwie ein Schwarz-Ritterschwert nochmal oder sowas in die Richtung bekomme, wird es hundertprozentig so sein, dass das übernächste Item, was ich aufhebe, wird irgendwie eine Waffe, andere Waffe sein. Oh. Wir haben übrigens, ich habe schon wieder gecheatet vorhin. Wir müssen jetzt 2 Ringe der Opferung anziehen. Oh, Moment. Egal. Tod ist tot. Aber um die Mimik zu besiegen, müssen wir alle Typen hier töten. Fuck me. Die Pisakas können wir auch nicht vernünftig töten. Wir könnten schauen, dass wir irgendwo anders hingehen, wo es eventuell noch Items gibt. Wir könnten so den Anfang von den Katakomben mal looten. Ich meine, rein theoretisch könnten in den Archiven was sein, also in dem Gefängnistrakt von den Archiven. Aber wenn dort nichts ist, bin ich so richtig gefickt. Looten wir den Anfang von den Katakomben und sobald wir irgendeine Waffe finden, stürzen wir uns in den Tod. Hast du irgendwas übrigens? Nee. Nee, nee. Ich will nichts füttern. Schon gar nicht dir. Hier die Items auf dem Friedhof haben wir allesamt erledigt, beziehungsweise gefarmt. Soweit ich mich dran erinnere, zumindest. Oh! Okay, das war ein bisschen... Oh fuck, ich bin tot, oder? Nee, hier geht's noch weiter. Okay. Ich dachte gerade, da wäre hier so ein kleines... So eine kleine Nische, wo man nicht weiterkommt, wegkommt. Achso, wir wollten ja hier die 2 Ringe der Opferung anziehen. Hallo? Was ist jetzt los? Das Spiel ist im Arsch. Ich glaube, ich muss mich irgendwie töten. Und hoffen, dass es hilft. Ich konnte gerade das Menü nicht mehr schließen. Wahrscheinlich, weil ich irgendwie versucht habe, den Ring, den einen Ring zu ersetzen. Hier den, ah ja, genau. Den Ring hier zu ersetzen durch den hier. Ja, ich will ihn ablegen. Das andere ist eigentlich kein Ringslot. So. Das war gerade weird. Das war ein Bug, den ich tatsächlich noch nie hatte, von dem ich noch nie gehört habe. Aber cool, dass mir sowas auch mal passiert. Ein Bug, der wahrscheinlich noch von niemandem so wirklich erlebt wurde. Nice. Das Problem ist, ich glaube, wir könnten nicht mal Pinwheel, also das Feuerrad, mit dem aktuellen Zeug hier, dem aktuellen Equipment töten. Weil der Armbrust ist einfach so schlecht. Ich will immer der Bogen sagen. Es ist aber eine Armbrust. Aber egal.
Den einzigen Bogen, mit dem ich mich sowas trauen würde, wäre, wenn ich mehr Geschicklichkeit hätte mit Faggis-Bogen. Da würde ich auch Bosse angehen, aber... Oh, scheiße! Moment. Okay, also wir können, werden uns das erste Leuchtfeuer nicht holen. Aber das macht ja nichts. Beziehungsweise... Ho! Wir müssen den hier machen. Sonst werden wir hier gleich auf jeden Fall umgebracht. Ich weiß nicht, ob wir den Typen hier einigermaßen vernünftig töten können. Okay, staggert das genug? Und schnell genug vor allen Dingen? Nein, es staggert nicht schnell genug. Oh, aber dafür reicht es genau aus. Nice. Okay. Die Frage ist, will ich mich hier hinsetzen? Eigentlich nicht. Wobei, ich kann jederzeit wegteleportieren. Ich kann jederzeit wegteleportieren. Alles im grünen Bereich. So, wehe, wir finden hier jetzt keine vernünftige Waffe. Dann raste ich irgendwie aus. Ich will einfach Priscilla und Seath heute noch töten. Und das mit einer einigermaßen angenehmen Waffe. Dann will ich Abendessen und dann will ich schlafen gehen. Kann es nicht einfach mal einfach sein? Wenn einfach, einfach, einfach ist. Oder wie heißt dieser eine Spruch? Dieser Belämmerte. So, wo ist die Partisane? Nein! Partisane! Scharfschützenbolzen am Arsch! Okay. Wenn ich hier jetzt lebend rauskomme, dann... Dann fress ich einen Besen. War hier noch was? Warum ist hier nichts? Hier ist eine Sackgasse. Ohne Items und irgendwas. Aber gut. Gut, verlaufst du den Arm, Arsch. Wenn wir jetzt nur mehr... Oh, guten Appetit. Nee, ich werde jetzt nicht jetzt was essen. Ich werde nach dem Stream essen. Sowas wie zu meinem Geburtstagsstream wird's, außer wenn ich wirklich irgendwie am nächsten Tag früh aufstehen muss, nicht mehr geben, dass ich hier Essen während des Streams mache. Wobei, ich habe mir übrigens einmal kurz überlegt, ob ich es vielleicht machen soll, einen zweiten Streaming-Tag einzuführen, wo ich eine etwas andere Art von Stream mache, einfach weil es mich mal so interessieren würde. Nicht so ein Fress-Stream, wie es ja auch hin und wieder mal gibt auf YouTube. Es gibt ja so Streams, wo Leute dann nichts anderes machen. Moment, wo bin ich jetzt? Keine Ahnung, wo ich hin bin. Ich meine für den Besen. Ach so. Alright, ja, das stimmt. Aber ich habe mir, wie gesagt, überlegt, noch einen zweiten Streaming-Tag zu machen, an dem ich dann eine ganz andere Art von Stream mache, also nicht ein Gaming-Stream, sondern vielleicht so, weil ich koche zum Beispiel leidenschaftlich gerne und auch gerne neue Sachen, von denen ich noch nie irgendwie gehört habe, nicht, aber halt was mir noch nie so auf den Schirm gekommen ist. So, wie komme ich zu dem Item hier? Ich muss mich verarschen. Ich müsste jetzt eigentlich einfach immer nur schön links bleiben, oder? Oder ist es hier? Nee. Ah, hier! Aber das ist ein anderes. Kupfermünze, nein! Oder ist es doch das hier? Ich glaube, es ist doch das hier. Ich glaube, es ist das hier. Ah, Kupfermünze am Arsch. Damit können wir uns auch nichts kaufen. Also, wir könnten schon was kaufen damit, aber ich will nicht irgendwelche Sachen aus Händlerinventaren kaufen, außer es gibt wirklich keine andere vernünftige Alternative, dann werde ich das machen, aber
Ja, könnt ihr mir mal sagen, was ihr so von einem Koch-Livestream zum Beispiel mal halten würdet? Jetzt nicht unbedingt vielleicht jede Woche, aber so vielleicht mal so ein-, zweimal im Monat oder so. Wenn ich es auch übrigens technisch überhaupt irgendwie auf die Reihe bekomme. Am Arsch. Ah ja! Das ist zum Beispiel richtig kacke, dass die Blockenfunktion ersetzt wird durch Angriff, wenn man sowas in der Hand hält. So, wo ist hier nochmal ein Item? Ich glaube, hier ist gerade noch gar kein Item. Das nächste, was an ein Item rankommt. Ah doch, da hinten ist ein Item. Okay, Moment, dann schauen wir, dass wir das mal ausprobieren. Ja, komm. Nochmal ein Tieferalkugel, wunderbar. Oder, ne, okay, ich werde jetzt hier garantiert nicht mehr lebend rauskommen. Oder vielleicht auch. Oder was auch cool wäre. Was? Ich habe gerade ernsthaft überlebt. Ah ja, genau, staggert mich doch zu Tode. Nein. Scheiße. ja, was übrigens noch, glaube ich, viel interessanter wäre als ein reiner Koch-Livestream, weil ich glaube, ich würde es hinkriegen, mit einer Kamera was aufzunehmen, aber ich glaube nicht, dass ich gleichzeitig hinkriegen würde, mit dieser Kamera live zu streamen. Ich könnte es so machen, dass ich beispielsweise am Freitag vor dem Stream irgendwas koche, das aufnehme, dann dieses Video am Anfang des Streams zeige und dann am Ende vom Stream das von mir gekochte verköstige. Also da würde ich dann natürlich nicht irgendwas so läppisches kochen wie Schnitzel zum Beispiel, weil ich glaube, jeder weiß, wie man Schnitzel macht und wie Schnitzel geil schmeckt, sondern irgendwie was Besonderes im Sinne von, keine Ahnung, Trüffelpralinen oder irgend sowas. Irgendwas, was halt so ein bisschen nicht alltäglich ist. Oh, Kanalkammerschlüssel. Also ja, wir könnten natürlich in die Tiefen auch. Wir könnten rein theoretisch, also ganz rein theoretisch, schauen, was Nito uns so anzubieten hat. Nein, nicht hier. Sondern hier. Oh, das Vieh kommt sogar gar nicht, wenn man den ruhenden Drachenring hat. Aber das wäre so mal meine Idee. Keine Ahnung. Ich leg mich jetzt nicht auf Trüffelpralinen fest, aber irgendeine Form von Essen oder Nachtisch oder Kuchen oder irgendwas Geiles halt zuzubereiten, aufzunehmen. Vielleicht, je nachdem wie lange das halt dauert, vielleicht ein bisschen schneiden. Vielleicht muss ich das dann am Tag vorher auch noch machen. Und dann euch das Material am Anfang des Streams 20, 30 Minuten zeigen und das dann verköstigen. Das wäre, glaube ich, mal eine sehr interessante Sache. Und nicht nur für, nicht nur so Sachen wie, keine Ahnung, Kuchen oder so. Ich könnte da auch sowas machen, wie ich könnte versuchen. Ich glaube, ich würde es euch dann sogar überlassen, Essen vorzuschlagen für sowas. Übrigens, Servus Eminem Gott. Wie geht's dir? Ich hoffe, du hast einen schönen Tag und freut mich, dass du es einrichten konntest, den heutigen Livestream zu besuchen. So, Nito, bitte sei einmal so nett und gib uns irgendwas, was einigermaßen geil ist. Wow. Bitte gib uns irgendwas, was geil ist, Nito. Wie viele Augen muss ich jetzt darbieten? Ich glaube, ich habe nicht 10 Augen. Hey, Fadiness übrigens. Alter, jetzt geht der Stream ja richtig geil ab.
Kann ich gleich nochmal in die neue Runde fragen, während ich schaue, wie viele Augen wir dabei haben. Was würdet ihr davon halten, Nummer 1? Und ich glaube, 3 reichen nicht, aber ich biete es da. Was haltet ihr für... Kein Ding, Eminem Gott, für die Verspätung. Zwingt ihr ja niemand, hier zu sein. Zumindest nicht offensichtlich. Was wollte ich jetzt sagen? Ah ja, genau. Was haltet ihr von der Idee, einen Stream mal zu machen, beziehungsweise nicht den Freitagsstream ausfallen zu lassen, sondern, keine Ahnung, mal einen Sonntagsstream zu machen? Oder vielleicht vielleicht einmal im Monat den Freitagsstream nur zu ändern, für einen Kochstream, unter Anführungszeichen, wo ich halt am Anfang kochen würde, beziehungsweise in den Stunden vor dem Stream kochen würde, oder vielleicht auch am Tag vorher, je nachdem, was das für ein Rezept ist, das aufzunehmen mit Kamera, das kurz mal zu schneiden, das am Anfang vom Stream zu zeigen und dann live mein Gekochtes zu verköstigen. Was würdet ihr davon mal halten, so als kleines Experiment? Und ja, ich würde da nicht irgendwie was enorm Einfaches wie Schokokuchen machen, was irgendwie ein bisschen strange ist, weil... Also, nicht strange, aber uninteressant meiner Ansicht nach ist, weil es weiß wahrscheinlich jeder Zweite, wie man Schokokuchen macht. Aber so eher in die Richtung... Nein, das ist jetzt ganz schlecht. Komm, Waffe! Nein, Havelstulpen! Okay, ich bin jetzt eventuell am Sack. Ja, ich bin tot. Aber gut, wir haben noch ein Item, was eventuell eine geile Waffe ist. Ich bin aber gerne hier, Eminem Gott. Ja, aber es zwingt dich, wie gesagt, keiner. Geile Idee, mit Kostprobe gerne. Mit Kostprobe im Sinne von, dass ihr auch probiert. Ich weiß nicht, wie das funktionieren sollte, leider. Aber, ah ja, genau, wir haben hier noch eine Brücke zu erledigen. Ist Patches eigentlich da? Nö. Patches ist, glaube ich, nur da, wenn man vor Anor Londo hierher kommt oder so. Aber ja, ich würde dann halt kochen und dann halt live im Livestream auch mit Kommentaren von euch und allem probieren. Und wir haben noch 3 oder 4 Items hier in den Katakomben, die wir möglicherweise geil haben können. Die möglicherweise geil sein können. So rum. Eines davon ist hier bei dem Riesenskelett. Au. Nein. 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 Okay. Moment, hier war auch irgendwo ein Item, oder? War hier nicht irgendwo ein Item? Keine Ahnung. Ich glaube fast nicht. Ich komme gern zu essen, aber es ist eine coole Idee. Ja, ich dachte mir, wäre mal ein bisschen was anderes. Bitte lass mich durch. Wäre mal ein bisschen was anderes. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich wäre dann für Kochvorschläge von euch natürlich sehr offen. Also wie gesagt, ich möchte nichts einfach unter Anführungszeichen, nichts Alltägliches, sagen wir mal, wie Schnitzel oder... Ja, was noch so in der Schiene alltäglich? Nice. Was ist noch so in der Schiene in etwa von alltäglich? Hier ist kein Item, oder? Ich glaube nicht. Aber nichts. Oh. Falsche Wand. Nichts Alltägliches, sondern irgendwas Ausgefallenes. Keine Ahnung, irgendwie... Gut, Marmorkuchen wollte ich jetzt sagen, aber Marmorkuchen ist auch so ein bisschen. Bitte lass mich durch, wenn ich gleich wieder am Leben bin. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe schon das Beispiel gebracht. Trüffelpralinen. Mir fällt nichts anderes ein als Kuchen und Trüffelpralinen. Ich bin ein verfressener Sack. Bitte. Okay, es staggert mich nicht. Das ist schon mal sehr viel wert. Wie gesagt, Vorschläge gerne. Ich sollte hier vielleicht heilen, mit der Info. Ja. Ja! Okay! Damit kann man arbeiten.
Hä? Wo ist jetzt? Oh, wir sind am Anfang. Wir sind genau dorthin, wo ich hin wollte. Ich bin tot, oder? Wie gesagt, wir haben noch zwei Möglichkeiten, glaube ich. Shrimps mit Reis. Shrimps mit Reis habe ich so ziemlich jeden... Also gut, einmal die Woche. Weil ich versuche, mich in letzter Zeit wirklich sehr gesund zu ernähren. Also wirklich enorm gesund. Und das ist halt so eins der Essen von diesem enorm gesund ernähren. Jetzt ist die Frage, kommen wir... Wir kommen hierhin, wunderbar. Shrimps mit Reis, Eispalatschinken. Ja, Palatschinken mit Nutella und Vanilleeis drauf. Das wäre eigentlich mal voll geil. Hä? Seit wann ist hier oben ein Skelettrad? Oh, okay. Bei Vamos selbst ist kein Item. Und da hinten ist auch kein Item. Gut, dann tötet ihr mich mal. A Roast Beef. Ohne Roast Beef, Hühnchen, eine Pizza. Alles drei gut. Roast Beef und Pizza. Gute Vorschläge, weil Roast Beef, muss ich sagen, habe ich noch nie selbst gemacht. Pizza habe ich zwar schon selbst gemacht, aber noch nie wirklich präsentabel, mehr zweckmäßig. Das hat nicht gereicht. Was ist XD? Fadiness? Hühnchen, ja, so Hühnchen. Was ich mal irgendwo gesehen habe. Ich weiß nicht mehr, wo ich das gesehen habe. War so richtig geile Kuchenglasur, die so spiegelt. So, ich glaube, sie hieß irgendwie so... Spiegelglasur. Irgendwie so ganz speziell Spiegelglasur, die halt wirklich so ultra nice aussieht. Fast schon zu gut zum Essen. Seine Waffe! Bitte seine Waffe! Ein Kackschild. Wie viel Damage machen wir wohl, Pinwheel? Falls wir überhaupt bis dorthin kommen. Schauen wir mal. Sashimi oder Sushi vielleicht? Sushi. Sushi ist eine gute Idee, weil Sushi esse ich selber gerne. Oh, wegen der SpongeBob-Referenz deswegen. Guter Vorschlag, junge Krabbe. Junge Krabbe. Das Problem ist, ich glaube, Sushi... Also für Sushi braucht man so einen speziellen Reis, das weiß ich. Den habe ich auch. Also ich habe ihn nicht, aber ich habe ihn schon mal gesehen. Ich weiß nur leider überhaupt nicht, wo man diese komischen Seetangblätter herbekommt. Und so normale Oblattenscheiben sind, glaube ich, zu brüchig, beziehungsweise nicht dehnfähig. Und ich habe in der Nähe keinen vernünftigen Asiamarkt. Aber ich könnte vielleicht mal, wenn ich irgendwo vorbeikomme, schauen. Okay, wie viel Damage machen wir dir? Das ist nicht unschaffbar. Wirklich nicht unschaffbar. Oh. Was? Okay. Kann ich dich irgendwie... Ich wollte gerade sagen, kann ich dich nicht irgendwie... Kann ich die Klone... Die Klone gehen doch weg, wenn ich sie einmal haue, oder? Ja. Dann mache ich das so. Oh. Oh, fuck me. Du bist Pinwheel! Nein, du bist wahrscheinlich Pinwheel.
Was? Nein, du bist auch nicht Pinwheel. Doch, du bist Pinwheel. Okay, ich glaube, das ist der intenseste Feuerradkampf, den ich jemals hatte. Keiner von euch ist Pinwheel. Du bist Pinwheel. Nein, du bist Pinwheel. Nein, aber du bist Pinwheel. Du willst es nur nicht wahrhaben, wenn wir übrigens einen Bolzen vorher, wenn es da zu Ende ist, du bist Pinwheel. Es ist immer der, der so 3-4 Sekunden nachdem die Klone abgehen. Heil dich! Komm, heil dich! Komm! Jetzt! Stirb! Okay, weh, ich sterbe jetzt. Okay, werf. Du bist Pinguin. Bitte stirb! Wenn ich jetzt sterbe. Alles nicht das echte Feuerrad. Oh doch, das ist es. Komm. Stirb. Ja. Bitte eine vernünftige Waffe. Neulonder Ruinenschlüssel. Fuck you. Göttlicher Sing, Alter. Das will mich echt verarschen. Ja, wie gesagt, Sushi ist schon eine richtig gute Idee. Ein Schild ist eine Waffe. Ein Schild ist eine Waffe. Ja, ja, von vorher, als ich das Schild bekommen habe, ich weiß, dass eigentlich ein Schild eine Waffe ist. Beziehungsweise halt von meiner Waffenregel Gebrauch macht, aber es ist trotzdem für den Arsch. Ist hier nicht ein Item irgendwo im Normalfall? Wenn das ein gutes... Smuffs Seele. Okay, also ich weiß nicht, was seine Seele hier macht, aber ich sollte mich übrigens einmal mit Menschlichkeit heilen, damit wir zum Leuchtfeuer kommen. Ja, danke für das GG, weil das war, glaube ich, wirklich der heftigste Kampf mit Pinwheel, den ich jemals hatte. Selbst als ich Soul Level 1 Run probiert habe. Da bin ich dann noch, glaube ich, hierher gekommen. Das war nicht so heftig wie das gerade. Moment, haben wir... So eine Frage. Haben wir nicht hier irgendwo diese komische... diesen Leuchthelm gefunden? Nö, haben wir nicht. Wir haben allerlei Shit gefunden, aber nicht den geilen Leuchthelm. Hier, oder? Ja. Ja. Ich weiß, wir haben das eine Item verpasst, aber wir müssen hier eh nochmal viele Items einsammeln und ein paar sind richtig scheiße. Glückskekse könnte ich selber machen. Ich glaube nicht, dass ich die selber machen kann, wirklich. Ich glaube, für Glückskekse braucht man wirklich eine eigene Sache. Was ich mal machen könnte, was vielleicht cool wäre, wären so... Oh ja, ja. Moment nochmal. Kann ich nicht nochmal mit dir reden? Doch. Ah ja, gut. Egal. Hier sind auf jeden Fall drei Items. Riesenhellebarde! Weh, das gibt jetzt was. Wir haben eine Waffe. Wir haben eine fucking Waffe. Die auch noch nicht mal. Egal, beide Hände sind okay. Das Moveset ist nicht das geilste. Jetzt ist die Frage, können wir mit denen vernünftig die zwei Typen hier unten töten? Wo sind denn die nun mal? Oh, hier. Oh ja! Oh. Also der Damage ist nicht schlecht. Oh. Das hier eher. Oh, bitte, bitte. Ich habe immer noch keine Fast Roll.
am Arsch. Oh, ich bin tot, oder? Nein! Okay, also die... Du gibst mir jetzt nicht irgendwas, oder? Gott sei Dank gibst du mir keine Waffe, du... Ich weiß zwar nicht, ob hier hinten ein Item ist, aber ich weiß, dass da irgendwelche beschissenen Gegner auf uns warten. Und der Damage, wenn ich das jetzt auch noch aufleveln kann, dann können wir Seath und den anderen, also Priscilla, vernünftig machen. Nein! Danke. Oh, Burger könnte ich selbst machen. Das mache ich ja hin und wieder eh selber. Aber das ist mal echt so eine gute Idee. Ich könnte vor allen Dingen... Das hat hundertprozentig schon mal jemand gemacht. Aber mir fällt es gerade einfach so ein, was ich mir richtig cool vorstelle, ist... Ich kaufe mir einen Burger bei McDonald's oder Burger King oder wo auch immer. Und dann versuche ich diesen Burger mehr oder weniger 1:1 nachzubauen. Und dann esse ich beide Burger gleichzeitig im Stream und schaue, wie geil die sind. So, eine normale Attacke 100. Ah, Moment. Also zweihändige Attacke, weil ich es zweihändig machen muss. So 185 um den Daumen. Und wenn wir sie jetzt noch verstärken können... Was wir können, weil wir Funkeltitanit haben. Und zwar hier plus 2. Jetzt. Ja. 300. Wow, okay. 100 Damage mehr einfach mal. Und Reichweite, die für Priscilla natürlich sehr gut ist. Ja, nice. Damit würde ich sagen... Schauen wir, dass wir ein bisschen mehr Estus bekommen und dann wird das letzte für heute sein, wahrscheinlich. Zauberei einstimmen, Waffe verstärkt. Was wollte ich da tun? Ah ja, entfachen. Ich wollte das Leuchtfeuer nochmal ein bisschen entfachen. Bevor wir allerdings... Habe ich immer noch Midroll? Ich habe immer noch Midroll. Mit dem auch... Haben wir... Das wiegt aber nichts, oder? Seid ihr mir sehr böse, wenn ich das hier mache? Mir wird übrigens gerade bewusst, ich muss kurz nochmal, bevor wir Priscilla machen, weil ich halt wahrscheinlich bis Priscilla, nach Priscilla nicht durch, muss nochmal kurz auf die Toilette. Wir sehen uns in einer Sekunde wieder.
Ja, ich weiß, es war nicht eine Sekunde, aber... Kannst du auch ein fettiges Barbecue machen? Eigentlich nicht, weil ich habe keinen Grill. Also Barbecue wird allein aus dem Grund ziemlich schwer. Aber gut. Wie gesagt, also wenn ihr die Idee mit den Burgern oder grundsätzlich, es muss ja nicht Burger sein, ich kann ja auch bei KFC oder bei Subway mal was mitnehmen und dann versuchen, das selber nachzumachen. Wobei gerade bei Subway ist ein bisschen blöd, weil die machen das eher mehr oder weniger eh direkt vor deinen Augen. Und ein bisschen Wurst und so Stuff. Ich werde übrigens hier keinen von denen töten, solange Priscilla noch lebt. Ich werde, da wird es wahrscheinlich kaum sinnvoll sein. Geh bitte rein. Wird es wohl kaum sinnvoll sein. Na, kaum sinnvoll sein, Subway nachzumachen, weil wie gesagt, bei Subway, die machen eh alles vor deinen Augen. Ich sollte übrigens nicht ihren Schwanz abschneiden, weil eventuell droppt er eine Waffe. KFC nachmachen wäre cool. Ja, stimmt. Wobei, es ist eigentlich relativ einfach, glaube ich. Du musst einfach, brauchst einfach paniertes Huhn. Wobei, mit was die das panieren, ist, glaube ich, irgendwie, also nicht einfach Semmelbrösel oder irgend sowas. Sondern das ist irgendwas anderes. Aber ja, irgendwas so in die Richtung nachmachen werden wir auf jeden Fall bald. Ich werde dann auch schauen, wann und wie, und werde da wahrscheinlich noch ein Infovideo zu machen. Aber, wow. Okay, also der Damage ist echt nicht schlecht. Nein. Ja, ja. Oh, das geht, Alter. Der Damage ist mal wirklich nicht schlecht. Ich glaube, besseren nicht den Schwanz abschneiden. Sagte er und versuchte, den Schwanz abzuschneiden. Ideal wäre es, wenn wir sie nicht nochmal unsichtbar bekommen würden. Und so, und mit dem letzten Schlag... Wehe, du machst sie jetzt nochmal unsichtbar. Mit dem letzten Schlag muss jetzt... Schwanz fallen, wollte ich sagen. Nein. Aber gut. Vernünftige Waffe. Und ja, ich werde den Typen jetzt töten. Wie gesagt, Priscilla ist mit vernünftigem Damage eigentlich nie ein Problem. Zumindest für mich. Vielleicht ist es für andere mehr ein Problem. Oh. Okay, der Damage ist doch ein bisschen... Okay, der Damage ist nicht ohne von dem. Oh, ich sollte jetzt nicht sterben, weil ich habe über 44.000 Seelen. Aber gut, ja. Übrigens, der Titel, wir gehen halt in Seeths Archive. Ich meine, wir haben die Archive angeschnitten. Aber wirklich reingegangen sind wir nicht. Aber wir werden auf jeden Fall dort beenden. Ich werde auf jeden Fall nochmal dorthin laufen. Beziehungsweise wir schauen heute auf jeden Fall jetzt noch, was der Typ so hat. Und mit Typ so hat meine ich der Crystal Golem, der im Normalfall den Anhänger für Manus, für das DLC hat. Wenn ich hier jetzt runtergesprungen wäre, wäre das sehr peinlich gewesen. Und ja,
Peier. Ernsthaft, kommst du eigentlich hier rein oder eher nicht so? Oh, du kommst hier gar nicht rein. Das ist aber schade, dass du hier nicht reinkommst. Hehehe. Was? Moment. So nicht. Bitte kein Item. Achso, der. Ah ja, der hat ja gar keine garantierte Droprate. Nee. Haha. Ja, der Tod gerade war wirklich ein bisschen doof. Ah, Moment, ich bräuchte hier eventuell ein Schild auf die Schnelle. So. Inzwischen habe ich eigentlich genug Heimkehrknochen, dass ich das nicht jedes Mal machen müsste, aber egal. Moment. Achso, und wir können jetzt übrigens ja auch natürlich die Mimik töten, weil wir endlich vernünftig Damage haben. Ah ja, und du, komische Lady hinter mir, du verpiss dich mal schnell. Ja, wie gesagt, ein paar Sachen haben wir jetzt heute doch noch zu tun. Clit Warrior. Der Charakter wird mich immer an Neo erinnern. Wie gesagt, Neo, für all diejenigen, die Neo cool finden oder fanden, morgen gibt's einen ganz speziellen Part Neo, nämlich Neo Part 100 mit absoluter Überlänge, 1,5 Stunden. Und da ich diese 1,5 Stunden auch schon aufgenommen habe, kann ich sagen, das sind richtig geile 1,5 Stunden. Oh. Ah Gott! Wall Timing! Ah ja, ernsthaft? Okay. Wie gesagt, Neo, für all diejenigen, die es gut finden, morgen einschalten um 18 Uhr. So, und stirb. Danke. Falls du ein Item droppst, werde ich es erstmal noch nicht aufheben, solange der hier noch steht. Nein! Juhu, Neo, ja? Falls du das Spiel schon kennst, erahnst du vielleicht schon, falls du den heutigen Part oder den gestrigen Part grundsätzlich, oh nein, gesehen hast. Was in etwa da so passieren könnte. Aber selbst wenn nicht, ich kann versprechen, der Part morgen wird richtig geil. Wunderbar. So, und so viel zur Eigenwerbung für all diejenigen, die jetzt auf YouTube schauen. Denen ist das natürlich vollkommen egal, weil da ist Neo schon einen Tag draußen. Und nochmal! Okay, nee, nochmal. Und nochmal! Yeah. Okay, also der Damage ist wirklich nice. Okay, zumindest keine Waffe, die uns fickt. Puh, bin bei Folge 95 circa. Ja, wie gesagt, wenn du das Spiel schon kennst, weißt du in etwa, was auf uns zukommt, was auf dich zukommt in Part 100. Beziehungsweise auf was auf mich zugekommen ist im Part 100. Wenn nicht, dann wird das wahrscheinlich eine relativ geile Überraschung. Grundsätzlich, der Part 100, ich habe ihn gestern Nachmittag aufgenommen.
am Feiertag. Der war schon richtig geil. Also ich glaube, egal ob du Bosskämpfe oder geile Level, geile Cutscenes, Story, egal was du magst, du bekommst es im Part 100. Und du bekommst fast einen... Ja, du bekommst fast eineinhalb Stunden Nioh. Das ist doch auch was. Ich hätte übrigens gerade wegen der Riesenlanze vielleicht was anderes leveln sollen. Und zwar Kondition. Aber naja. Schauen wir uns doch kurz an, was der komische Crystal Dude hat. Und ja, wie gesagt, ich bin nicht nur... Ich bin wirklich, um es nochmal anzusprechen... Wirklich, komm, wirklich hyped für eventuellen Kochstream mit anschließender Verköstigung. Ich werde vielleicht was einigermaßen einfach... Oh. Ah ja, ich habe vergessen, dass die ja eigentlich relativ stark sind. Oh ja. Oh, und die bekommen keinen Damage. Von der... Fuck me. Oh ja? Und davon bekommt sie auch keinen Damage, was? Doch. So. Ist hier noch einer? Ja. Aber nicht mehr lange. Oh. Yeah, fuck you. So. Alles klar. Wie gesagt, aufs Kochen freue ich mich demnächst schon sehr. Jetzt übrigens noch gerne, auch jetzt hier in dem Livestream, Vorschläge, was ich eventuell als erstes machen könnte. Entweder halt so Fastfood nach oder halt auch irgendein Gericht, was ein Gericht, was ihr zum Beispiel gerne und oft esst und vielleicht ihr gut könnt und wo ihr mal sehen wollt, wie ich so abschneide. Das ist ganz schlecht. Vor allen Dingen, weil der gebufft ist. Wenn da beides connected hätte, wäre ich hundertprozentig gestorben. Das ist ganz schlecht. Ich sollte nicht im Lock-on-Mode das machen. Okay, okay, ich habe kein Nestus mehr. Danke! Danke! So! Weh, der Magier scheißt mir jetzt in die Suppe. Ja, das ist eine Redewendung. Ihr meint mir in die Suppe scheißen. Habe ich nicht mir gerade ausgedacht. Wow, der droppt die Sonnenlichtmade, aber das ist gut für die Grab, fürs Grabmal der Riesen. Ja, den Rest der Archive plus eventuell die Tiefen, diese zwei Sachen wahrscheinlich, sehen wir dann beim nächsten Mal. Ich werde noch kurz zum Leuchtfeuer mich begeben. Weil da oben gibt es ja noch die eine Mimik, die wir töten müssen. Und das machen wir dann eher beim nächsten Mal, anstatt heute. Weil es ist schon wieder Zeit, den Stream zu beenden. Souvlaki sind geil. Okay, ich habe keine Ahnung, was Souvlaki sind, aber ich werde mich wieder mal schlau machen. Aber ja, das war's für diesen Dark Souls Randomizer Livestream plus gefühlt 100 Ankündigungen für andere Projekte. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen oder überhaupt gefallen. Nicht nur sehr, sondern auch überhaupt gefallen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns eventuell, falls ihr den Stream verpasst habt, natürlich am Sonntag in der Aufzeichnung wieder oder zu hoffentlich morgen Folge 100 von Nioh, weil die ist echt geil. Ich kann echt nicht aufhören, von deren Geilheit zu schwärmen. Oder für irgendwas anderes. Wir sehen uns aber auf jeden Fall bald wieder und bis dahin sage ich Tschüss, Leute!